Hier spricht wieder Ustrau mit dieser wunderbaren Aussicht. Auf Himmelsrand werden wir die Folge beginnen, nämlich die Legenden von Ralrum. Und heute ist eigentlich nur eine Idee angesagt, nämlich wir wollen Geld verdienen. Und das ist ja auch, ich sag jetzt mal, eins der übergeordneten Ziele, die wir mit Ralrock sowieso haben. Wir wollen definitiv Geld sammeln, Geld besitzen, Geld ertauschen, Geld erbeuten. Es dreht sich bei Ralrock alles um die Münzen, denn Ralrock ist ein Händler. Wir dürfen es nicht vergessen, er hasst Gemüse und mag Fleisch. Und braucht ein neues Zuhause, denn er hat keins. Und wir streifen im Moment und stiefeln so ein bisschen durch die Landschaften. Ich möchte aber lieber, ganz ehrlich gesagt, ein wirkliches eigenes Heim haben. Wir können uns sogar ein eigenes Heim bauen, wenn wir in Falkenring Tane werden. Das wäre eine Möglichkeit. Und da wir Geld machen müssen, machen wir uns auf den Weg nach Falkenring. Denn wir wurden eingeladen und warum nicht? Aber vorher mache ich mir meine... Zwei Dinge mache ich besser. Und zwar meine Vampirschuhe. Einen. Ich mache die einen besser. Ah, dann lohnt sich das kaum, das zu ballern. Ich guck mal, was ich noch schmieden kann. Beschlagene leichte Rüstung. Hm. Wahrscheinlich besser als nur einfach leichte Rüstung, ne? Kann ich noch Sachen aus Pelz machen? Niemand interessieren Sachen aus Pelz. Hier kann ich schon mal ein paar Stahlsachen machen. Ich dachte eigentlich, ich habe ein Addon für so eine neue Waffenart. Ich dachte, die kann ich auch schon bauen. Aber anscheinend nicht. Wir werden erstmal eine beschlagene Rüstung bauen. Und mal gucken, was wir noch so bauen können. Eisenwaffen interessieren mich überhaupt nicht. Wir können Nägel machen. Wir können eine Pelzrüstung bauen. Scharniere. Wir können überhaupt nichts aus Stahl machen, weil wir keine Stahlbarren haben. Viele von euch, oder ein paar von euch sagen ja auch, schwere Rüstung ist cool. Als Händler bin ich eigentlich nicht so dafür, weil mir auch die leichte Rüstung soweit ganz gut gefällt. Aber man kann ja nicht einfach Nein sagen. Die Pelzrüstung ist nicht halb so gut wie die Lederrüstung. What the fuck? Wir bauen aber davon nochmal eine. Oder sollen wir einfach Lederhandschuhe bauen bis nächste Woche? Irgendwas müssen wir ja bauen, um weiterzukommen. Und die Händlerin ist ja gleich hier vorne. Wir werden nochmal ein paar Eisenschwerter bauen. Ich fühle mich gerade so, als ob ich für den Krieg Sachen vorbereite. Zack. Da geht die Schmiedekunst auf 18. Jetzt haben wir nur noch so ein paar Dinge, die wir bauen können. So, das war's. Mehr haben wir gerade nicht. Ich habe hier und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg nach Falkenring. Ich glaube, ein eigenes Haus bauen ist cool. Gerade für jemanden... Ich möchte alle 7 verkaufen. Yes. Ich möchte das verkaufen. Yes. Ich möchte Rüstung verkaufen. Yes. Nämlich die beschlagene Rüstung und die Lederhandschuhe, die ich hier... Yes, und die Vampirstiefel auch, weil irgendwie bringen die mir nichts. Okay. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ja, drinnen werde ich auch irgendwann reinschauen. Wir haben jetzt 200 Gold mehr gemacht. Wow. Gar nichts an Gold mehr gemacht für das, was passiert ist. Ich hätte meinen Zweihänder verzaubern sollen für Seelen entziehen. Oder einfach noch einen Dolch machen für Seele entziehen. Oder doch einen Bogen. Auf jeden Fall Seele entziehen hätte ich noch gerne auf irgendwas. Denn wir wollen ja verzauberungskunstmäßig auch weit kommen. Denn da können wir unsere Waffen benennen und das ist cool. Wir können uns ein Pferd kaufen. Nein. Ralrock kauft sich keine Pferde. Ralrock lässt sich kutschieren. Soll ich euch mitnehmen? Möchte eure Kutsche mieten? Und zwar möchte ich nach Falkenring. Ja, warum nicht? Wenn ich klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Ja, dann kletter ich mal rein und dann war's das. Benutzen Kutsche. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so nennen sie sich. Okay.
Ja, das ist gut, weil dann muss ich den ganzen Weg laufen. Laufen ist nichts für Ralrock. Ralrock macht gerne Abenteuer, aber laufen. Nee. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Was für ein Hund? Ich weiß es auch nicht genau. Nun, der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich habe gerade so ein Gefühl, was mich beschleicht. Das war fucking Drache. Es ist ein Drache. Ah! Das ist ein echter Drache. What? What? Das ist crazy. Erstmal Schlachter frisch fressen. Ah. Oh Gott. Ich werde dich fertig machen, Drache, weil ich habe über 5 Millionen Pfeile. Ich sag ja, ab jetzt wird's erst noch richtig interessant. Oh. Die ganze Stadtbevölkerung ist hinter dem Drachen her. Ich hoffe, hier geht keiner drauf, weil... Da sind auch Questgeber bestimmt zwischen. Wieder getroffen. Yeah! Dieser Drache ist kein Gegner. Für Ralrock! Du Scheiße! Moment, falsches Menü. Nein, schieb den nicht weg! Oh! Ich bin der fucking Dovahkiin! Nur damit ihr es wisst. Oh nein, Rulling ist tot. Oh, eine Mönchskutte, yeah! Nehm ich mit. Ich hätte gerne deine Seele, Drache. Danke! Okay, nein, ich habe keinen Hund gesehen. Wenn ihr das wisst. Yeah! War doch gar nicht so schlimm. So, wir sollen... Oh, jetzt gehen die alle gucken. Oh! Ich gucke auch, was ist denn hier passiert? Das ist wie in uralten Legenden. Drachenblut. Ja, wer war das nur? Und so viele Steven. Er ist zwar tot, aber... Wo kam er eigentlich her? Gute Frage. Gute Frage, wo der herkam. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt sind die alle so... Wow. Bekloppt. Gebt Acht. Meine Magd Thekla hat meinem aufgeblasenen Neffen Siegeier schon einmal Informationen zugeflüstert. Okay, interessiert mich null. Ich suche den Tane Jarls Longhaus. Yes, da will ich hin. Ich suche den Jarl. Entschuldigung, ich werde Tane. Weil ich habe gehört, ich kann mir ein super Stück Land kaufen und ich hätte das voll gerne. Warum sind die alle am Pennen? Ich muss hier hin. Und warum ist meine Stimme so kratzig? Das ist nicht der Jarl. Dann gehe ich einfach mal weiter gucken. Der kann ja nicht schlafen. Ein Jarl muss stets wach sein. Bist du der Jarl? Nein, eigentlich nicht. Ja, was wollt ihr? Ich habe einen Brief von euch bekommen. Ich bin Ralrock, der Verschlinger. Der Typ, der gerade vor eurer Stadttor und den Drachen erlegt hat, während ihr geschlafen habt. Nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Okay. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut. Aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Gut. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Ja, mache ich. Die moralischen Hintergründe dieser Mission werde ich später ergründen. Ich
bin halbseitig auch ziemlich blutig gerade. Ich bin halbseitig noch ganz roh. Weil er hat dubiose Geschäfte gemacht. Mit. Ne, ihr habt es gerade gehört. Mit Banditen. Wo ist diese Mine? Da hinten. Dubiose Geschäfte gemacht. Mit einem Banditen. Und mit mehreren Banditen. Und jetzt schmeckt ihm das nicht mehr. Jetzt soll ich das ausbaden gehen. Naja. So soll es geschehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so aus dem Land rauskomme, wenn ich hier einfach seitlich laufe. Weil die haben ja hier Stadtmauern und so. Aber anscheinend kein Problem. Ist auch eh nicht gerade super befestigt, das Ganze. Dann werde ich mal gucken, was abgeht und könnte in der Zeit vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und wenn ich dann keinen Bock habe, ein eigenes Haus zu bauen, dann will ich mir eins kaufen. Eigentlich ist ein eigenes Haus bauen, hat es mehr mit Reichtum zu tun, als einfach ein Haus kaufen und mit dem Geld klotzen besser. Diese Fragen, die ich mir stellen muss. Ich will natürlich auch mein Ansehen nicht verlieren. Oh, was ist hier? Ruine am Straßenrand entdeckt. Was passiert? Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Viech? Ach du Scheiße, das ist ein Groot. Groot verfolgt mich ein Android oder sowas. Kräfte könnt ihr nicht einsetzen. Ich will auch keine Kraft einsetzen. Ich will weglaufen. Und zwar so schnell es irgendwie geht. Das merke ich mir, dass ihr mich so einfach verjagt habt. Da vorne ist irgendwie eine Wassermühle. Ich würde hier gerne hochspringen. Bevor der mich einholt. Okay. Hier sind irgendwelche Wälder. Okay. Ewig grüner Hain entdeckt. Ewig grüne Pein trifft's wohl. Hochgeschwindigkeitstod. Ewig grüne Pein ist es wohl eher. Nun gut, habe ich jetzt schon mit dem Jarl gesprochen? Oder wann habe ich gespeichert? Ich kann es gerade nicht ausmachen. Ich glaube, ich war noch nicht drin. Wir gehen nochmal eben rein. Und ich habe irgendwie den... Ich guck mal eben auf die Karte. Noch, ich war drin und habe das markiert. Alles klar. Okay, da können wir uns jetzt wieder auf den Weg machen. Was ist mit den Leuten los hier in diesem ganzen Ort? Warum gibt es Dryaden oder weiß ich nicht, was es sind? Ich bin mir ziemlich sicher, das sind Dryaden. Aber das ist doch nicht mehr cool. Aber ich habe jetzt auch nicht gegen so ein Ding gekämpft. Ich weiß auch nicht, ob die stark sind oder nicht. Gegen einen Einzelnen könnte man ja mal versuchen, sein Schwert zu erheben. Sein unverzaubertes Stahlschwert. So, hier war doch nur eine von diesen Dryaden-Viechern. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich jetzt von hier oben... Entdeckt. Zwei Klingen, ha? Oh, die sehen richtig krass aus. Der haut zu, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Yes! 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 Was war das? Okay.
Verzauberungsbuch. Vollständiges Verzeichnis der Waffenverzauberung. Huh. Okay. Ja, ich würde das auch gerne mitnehmen, einfach nur, weil haben und so. Rolle des Chaos. Okay. Es hört sich so an, als ob das nicht die einzigen bösen Monster hier wären. Aber wir gehen mal davon aus, dass sonst niemand mehr hinter meinem Kopf her ist. Wow, das war crazy, die Sänger. Oh. Hallo, Mr. Bandit. Hat der Zweigling die Banditen auseinandergenommen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich habe keine Zeit für solche Sachen. Wir wollen uns noch ein bisschen zur Mine aufschwingen, bevor dann meine Reise erstmal wieder eine kleine Unterbrechung braucht. Komm schon, ich will hoch. Bergbugging, yay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, hier rumzulaufen. Diese Dryaden-Zweiglinge sind crazy people. Das ist holy malarkey, die sind stark. Ich meine, das ist natürlich schön. War nur ehrlich, alles wieder gut. Ist natürlich schön, wenn man Herausforderungen hat. Okay, der riesige Elch hat sich einfach vor mich gestellt. Er kam einfach auf mich zu, habt ihr alle gesehen, oder? Okay. Aber hier will ich nicht leben. War da ein Haus? Egal. Hier will ich nicht leben. Hier ist es gefährlich. Ich will hier kein Haus haben. Ich will ein Haus in der ganz normalen Stadt. In einem sicheren Hafen, wo ich nicht Gefahr laufe. In der Wildnis. Opfer eines Attentats werden von Zweigen, Büschen, Beeren, Bäumen. Oh. Okay. Tizimo. Okay. Okay, Tizimo. Es kommt einfach. Was? Ich raff hier nichts mehr. Oh, ist noch ein Gargoyle. Hä? Help! F1! Die Schergen des Bösen! Da! Ah! Okay. Ich bin ja normalerweise nicht so. Aber ich habe Angst. Ralrock hat definitiv Angst. Und das kann ich sagen, ohne es zu bereuen, denn Angst zu haben ist nichts Schlimmes. Viele große Helden hatten Angst in ihrem Leben. Vielleicht waren weniger davon von Gargoyles, Vampiren, Zweiglingen und anderen magischen Geschöpfen verfolgt, aber ich kann sagen, es ist crazy. Und wir müssen in diese komische Höhle hier vorne, falls es hier eine Höhle gibt. Ah. Da ist unser Ziel. Und wir werden hier an der Bergseite pausieren. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst bei dieser Folge. Es war sehr witzig und auch gefährlich. Und wenn ihr Tipps habt, immer her damit.